Hallo liebe Freunde vom YouTube-Kanal Helden, ihr habt jetzt nur mit Radabenteuern beschäftigt. Ich mache wieder eine neue Fahrradtour und ich bin schon ein paar Mal angeschrieben worden, also in der Kommentarspalte, die immer wieder gesagt haben, boah Helge, zeig doch mal, was du so alles mitnimmst. Und das werde ich euch gleich zeigen. Nach dem Intro geht's los. So, in meiner tollen Garage steht jetzt alles. Das ist auf dieser Fahrradtour 2 Wochen im Iran. Ihr wisst ja, habe ich ja angekündigt in meinem Video. Mitnehmen werde. Das werde ich jetzt Stück für Stück verpacken und euch zeigen, was ich alles so mitnehme. Nein, die Couch nicht da hinten. Ich habe ja ganze 4 Packtaschen und da geht irgendwie alles rein. Außer, sag ich mal, die Isoliermatte, die da hinten liegt. Ja. Die Ortip-Taschen sind übrigens jetzt schon, meine Damen und Herren, 24 Jahre alt. Die halten ewig. Ja, das Motto lautet natürlich immer eng packen. Das zeige ich euch jetzt. Das sind schon mal meine Kochutensilien. Da geht natürlich noch eine Menge rein hier in den Topf. Zum Beispiel dieser Lappen und natürlich dieser Schwamm da. Schon ist das Ding hinzu und jetzt geht er ab in die Packtasche. Und als nächstes gehen Weichteile rein. Ihr seht ja schon Socken, T-Shirts, ein Handtuch. Das reicht. Und natürlich mein kleiner Waschbeutel. Der geht auch jetzt rein. Das ist meine Medikamententasche und die geht natürlich in die Lenkertasche rein. Immer griffbereit. Vorne rein auch Ersatzschläuche. Ja, das benutze ich als Essteller und da kommt natürlich alles rein, wie Salz, Pfeffer, Paprika, Prel, Besteck und auch der Kocher, ganz klein. Leider kann ich die Gasflasche nicht mitnehmen, weil das nehmen sie mir am Flughafen weg. Muss ich mir rankaufen. Sonnenbrille darf auch nicht fehlen, geht auch in die Vordertasche erstmal. Die hänge ich dann irgendwie hier so an der Seite dran, an dem Haken. Das hier ist für mich das Allerwichtigste, ein Wassersack. Den brauche ich dringend für den Iran, weil da geht es sehr warm zu. Eine Küchenrolle, ein Kochlöffel und ein Trinkbecher. Ein Tablettengläschen, ein bisschen Drahtrolle und Feuchttücher. Mein Hammer zum Hering einschlagen. Immer nötig. So, mein Kissen, mein Schlafsack stopfe ich irgendwie rein. Tüten, Ersatztüten, die kommen auch irgendwie einfach reingesteckt. Ja, ist jetzt ein bisschen durcheinander, aber 2 Fliegennetze, eine kleine Schere, immer nötig. Mein Tellerbehälter ist voll, da ist jetzt noch Marmelade drin, kann ich zumachen und verpacken. Das Allerwichtigste, Rolle Klopapier. So, und jetzt habe ich fast nur noch Nahrungsmittel, das zeige ich euch mal. Viele denken jetzt gleich, mein Gott, nimmt der einen Haufen mit, aber Leute, geht peu à peu weg und meine erste Nahrung ist gesichert. Das ist Kaffee. Genau die Anzahl, die ich brauche für die ganze Tour am Abend und am Morgen jeweils einen Kaffee. Diese 3 in einem, kennt ihr, ne? Und ihr seht, meine Tasche ist voll, die kann ich zumachen. Oh, gerade gefunden, lange gesucht, mein Kettenöl geht natürlich auch ab in irgendeine Tasche. So, Werkzeug und Reparaturwerkzeug habe ich alles in den kleinen Taschen am Fahrrad. Kann ich euch auch noch zeigen später. Ich weiß nicht, ob ich den gerade gezeigt habe, der Schlafsack. Der geht jetzt auch noch rein, dann ist die Tasche auch schon voll. Das Allerwichtigste, Spanngummis. Und natürlich mein Tagebuch mit Kugelschreiber. Regensicher gemacht. So, die Tasche ist jetzt auch voll. Ich denke mal, da ist noch Platz für Nudeln. Ach du Scheiße, schon offen. Naja, werde ich irgendwie sicher. Klebeband und Batterien. So, die Tasche ist jetzt auch voll. Kann ich auch zumachen, abschließen. Und für die ersten Tage nehme ich reichlich Nahrung mit. Nudeln, Plätzchen, Toast, Ketchup, Salami. Käse versteckt sich auch irgendwo. Was ist das? Das ist ein Feuerzeug. Ich brauche was anderes. Und natürlich Getränke, Zitronentee und noch ein kleines bisschen Schokoladencreme. Ja, wo habe ich noch was gehabt? Ich weiß gar nicht, wo finde ich das denn jetzt? Ach, war Marmelade. So, und das kommt jetzt alles in die 2 Taschen rein. Oje, oje, jetzt habe ich doch noch mehr gefunden. Bonbons und Müsli. Auch reicht für 2 Wochen. Ich sag mal so, alle Taschen voll. Die Sachen klemme ich irgendwo dran und pack die da irgendwie in diese Tüten ein, als Gepäck. Der Helm, der kommt mit in das Handgepäck. Das kommt auch mit ins Handgepäck. Oh, mal gucken, ob der geht. Ha. Ach ja, doch, nichts Gefährliches drin. Da kommen jetzt nur noch meine elektronischen Sachen rein, also auch mit ins Handgepäck. Ja, dann hole ich mir noch so eine Luftpolsterfolie, damit ich das Fahrrad einwickeln kann. Da kommen dann das Schloss, da oben die Luftpumpe rein. Fertig. Und startbereit. Ja, ich weiß, Leute. Wo nimmt der so viel Gepäck mit für 2 Wochen Reise? Wenn ich zurückfahre, 1/4 ist weniger, allein schon wegen der Nahrungsmittel. Weil die werde ich da alle verbrauchen. Aber ohne Müsli und ohne Marmelade und so und Toastbrot und Salami und Käse. Vor allem ohne Kaffee kann ich nicht leben. Also nehme ich das von Deutschland mit. Ja, ich sag mal so, das war dann, ne, mit meiner Packerei. Jetzt wisst ihr, was ich mitnehme. Ich wollte es euch zeigen, ihr habt gefragt.
Jetzt ist das. Okay. Jetzt bitte Kritik so viel wie möglich.